Was gibt's? Hey Matt, ich störe dich nur ungern, doch du musst in die Nathan Avenue kommen. Es regnet. Tut mir leid, doch du weißt ja, als Polizisten haben wir nie Freizeit. Können das nicht die Kollegen klären? Ich war hier nun mal vor Ort und du bist nun mal mein Partner. Na gut, bin in Kürze da. Bis gleich. Der Regen. So schwermütig. Wie ich es hasse, so spät noch raus zu müssen. Wer weiß, was mich nun erwartet. Könnte es in dieser Stadt nicht einmal ohne ein Verbrechen gehen? Wohl nicht. Man kommt gar nicht dazu, auch mal auszuschlafen. Und diese verdammten Kopfschmerzen. Tja. Das hat man nun davon, wenn man Detective in einer großen Stadt ist. Und dann dieser Regen. Muss es denn immer regnen? Ich näher mich der Nathan Avenue. Und da steht Buck. Na dann mal sehen, was hier los ist. Matt? Buck? Also, was haben wir? Siehst du die Gasse hier? Ja. Was ist damit? Eigentlich nichts. Was soll das heißen? Nichts. Naja, nichts. Ich hatte Langeweile. Moment. Du holst mich mitten in der Nacht aus dem Bett, weil du Langeweile hast? Ja, sorry, ich konnte nicht schlafen und... Und was? Ich dachte, naja, vielleicht passiert ja was hier, bevor du hier auftauchst, dann hätten wir hier was zu tun. Du veräppelst mich, oder? Ach komm schon, es passiert doch immer irgendwas. Ich glaube, der will mich in die schwarze Kiste bringen. Bleib ruhig, ich hab's im Urin. Hier geschieht noch was und dann müsstest du eh raus. Ich hab doch heute gar keinen Dienst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also... Ich werde jetzt wieder kehrt machen, in meinen Wagen steigen, nach Hause fahren, mir mein Duschrohr polieren und dann ins Bett gehen. Ich fass es ja wohl nicht. Warte doch. Einen Scheiß werde ich. Siehst du diesen Typen da? Welchen Typ? Warte, hey, du da. Ja, was ist? Scheiße! Mein Bein! Matt, komm schnell, hier wurde jemand angeschossen. Oh, nicht sein Ernst. Ganz ruhig. Hast du was gesehen? Hast du den Schützen gesehen? Machst du Witze? Du hast doch gerade... Er steht unter Schock. Er kann nicht klar denken. Siehst du, Matt? Ich wusste, hier passiert noch etwas. Ich glaub, bei dir ist eine Schraube locker. Was passiert? Kann ich helfen? Klar, hier. Halt mal kurz meine Dienstwaffe. Okay, kein Problem. Er hat eine Waffe. Runter mit dir, du Dreckskerl. Was? Au! Was soll das? Woher hast du diese Waffe? Willst du mich verarschen? Die hab ich von dir. Auch noch Lügen wie gedruckt. Wie er schon aussieht, mit diesen glattgegelten Haaren. Es regnet, natürlich liegt das Glatthahn. Auch noch Klugscheißern, was? Matt, ich brauche Handschellen. Oh, der spinnt doch total. Hier. Hier spricht Detective Buck. Brauchen Verstärkung und Notarzt in der Nathan Avenue. Hier gab es einen Schusswechsel. Ein Verletzter. Das tut so weh. Ganz ruhig. Hilfe ist unterwegs. Sag mir, was du gesehen hast. Na dich, wie du... Nicht die Wunde drücken. Dann sag die Wahrheit. Mir kannst du vertrauen. Ich sah... Was hast du gesehen? Den Typ 2 da. Er hat auf mich geschossen. Mit einer Pistole. Du meinst einen Revolver? Ja, einen Revolver. Ich hab's genau gesehen. Matt,
Hältst du diesen Typ 2 fest, bis die Verstärkung ankommt? Wenn's sein muss. Au! Was ist los? Hast du dir was getan? Ach, scheiße. Ich hab mir einen Splitter am Finger geholt. Verdammt! Matt, hier! Lehn dich an die Wand. Geht es? Ja. Ist nicht der erste Splitter. Wird doch nicht der letzte sein. Mann! Boah, das tut vielleicht weh. Das ist alles deine Schuld, du Verbrecher! Ich hab doch gar nichts getan! Sieh ihn dir an! Lügt wie Pinocchio, ohne dass seine Nase länger wird. Matt? Buck? Was ist hier los? Guten Abend, Chief. Abend, Chief. Schusswechsel mit einer verletzten Person. Zum Glück waren wir gerade ganz zufällig hier in der Gegend. Und was habt ihr 2 Turteltauben hier gemacht? Und das an eurem freien Abend? Wir waren nur was trinken. Ganz kollegial, oder, Matt? Ja, absolut. Wo ist der Verletzte? Hier liegt er. Das ist Typ 1 und der Täter hier Typ 2. Ganz ruhig. Der Onkel Doktor ist jetzt da. Autsch! Oh, dieser Mistige. Matt, was haben Sie? Ich hab einen nervigen Splitter am Zeigefinger. Oh nein. Splitter! Officer verletzt! Sperren Sie sämtliche Zufahrtsstraßen ab. Doktor, hier ist ein Officer verletzt. Was? Runter mit dir! Was? Mein Bein! Seien Sie nicht so eine Memme! Ist nicht mal eine Fleischwunde! Kommen Sie, Detective! Setzen Sie sich! Ja, geht schon. Au! Ja, geht schon. Mit so einem Splitter ist nicht zu scherzen. Bleiben Sie ganz ruhig. Und bleiben Sie bei mir. Ich brauche meine Tasche! Wir haben hier einen verletzten Polizeibeamten! Es tut mir so leid, Matt. Ich hätte dich nicht darum bitten sollen. Das haben wir jetzt davon. Es ist doch nur ein Splitter. Au! Ja, nur ein Splitter. Das müssen wirklich unmenschliche Schmerzen sein, die Sie hier aushalten müssen. Und jetzt stillhalten. Verdammt, das werde ich mir nie verzeihen. Aua, Doc, passen Sie doch auf. Stillhalten. Jetzt. Jetzt kommt der kritische Augenblick. Ja. Gleich. Au. Und. Da ist der Splitter. Mann. Das Teil ist ganze 0,5 mm groß. Dass Sie das ausgehalten haben. Ja, so schlimm war es auch wieder nicht. Ist denn alles wieder gut? Alles wieder bestens. Na denn, Feierabend. Alle wieder nach Hause. Hallo? Hallo? Ist noch jemand da? Ja, ich bin noch hier. Haben die uns wirklich hier liegen lassen? Sieht ganz so aus. Aber was das jetzt ist, eine ziemlich komische Geschichte. Hey, Autor! Ja, mein Kleiner? Sag mal, war das schon die ganze Geschichte? Ist ein ziemlich mageres Ende. Wartet mal. Ich schaue mal ins Skript. Er hat den Quark doch verzapft. Muss er jetzt wirklich für diese dünne Story jetzt ernsthaft ins Skript schauen? Keine Ahnung. Ich bekomme jedenfalls langsam einen tauben Hintern. Also, mehr steht hier nicht. Das kann unmöglich schon das Ende sein. Also echt mal. Lass dir mal was einfallen. Okay, mal sehen. Ah, okay. Und wenn sie nicht gestorben sind, liegen sie noch heute in einer Pfütze. Hey, das kann doch jetzt zum Verfick.
Hey Dylan! Josh, bist du bereit für die Campingtour in einem tiefen, dunklen Wald? Na und ob. Wann wird Peter hier auftauchen? Müsste jeden Augenblick hier sein. Wie lange sitzt du schon hier? 15 Minuten, so um den Dreh. Also noch nicht lange. Was hast du da? Yo, hier, schau mal. Ein Trailer für ein Wahnsinns-Handy-Game. Ich liebäugel damit. Willst du mal sehen? Klar, zeig mal. Ich bin der mächtige Ork der Verwüstung, des Terrors und der absoluten Vernichtung. Zerstörer der Welten. Geisel des Landes Orkania. Mit meinen mächtigen Zerstörungszaubern vernichte ich alle, die sich mir in den Weg stellen. Sieh meine wahre Macht des Feuers! Die apokalyptische Kraft des Blitzes! Der alles verwüstende Sturm! Spiele dieses Game! Tauche ein in ein grafisch perfektes, ausbalanciertes Abenteuer der Supernative! Lass uns alles und jeden vernichten, zerstören und allen zeigen, wer die wahre Macht im Universum ist. Lass sie uns vernichten. Free to play. Drücke jetzt Download. Ja, das schaut schon sehr nice aus. Ich lade es mir mal runter. Kann ja nicht schaden. Na, dann bin ich mal gespannt. Wow, schon fertig. Ging ja schnell. Ich starte mal. Was ist das denn? Ist das ein 8-Bit-Game? Moment mal. Ich dachte, das wäre... Guck dir diesen Kram an. Kaufwerbung. Ja, Kaufwerbung. Ich drück mal... Kaufwerbung. Jetzt wird man ja auch noch mit Kaufanzeigen zugespammt. Bitte was? 49,99 für 20 Diamanten? Und das im Angebot? Jetzt lass mich doch mal was drücken. Werbung. Was? Ein einminütiger Werbeclip? Hast du was anderes von Free-to-Play erwartet? Ich deinstalliere es wieder. Willst du wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Hab doch eins, ja. Überlege es dir nochmal. Jetzt lass dich endlich deinstallieren. Letzte Chance. Nein. Na gut. Werbung. Was? Werbung bei der Deinstallation? Tschüss. Hast du es endlich geschafft? Diese Games werden aber auch immer penetranter. Im Endeffekt wollen sie doch eh nur an deine Kohle. Wieder mal ein Spiel, dessen Trailer überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Ah, da kommt Peter. Hey, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Bereit für die Tour, Jungs? Aber sowas von. Ein Wochenende mit meinen besten Bros, klar. Na dann, auf geht's. Worauf wartest du? Auf die Überblende. Habt ihr an alles gedacht? Klar. Zelt, Taschenlampen. Campingkocher. Dosenfutter. Wir werden das Wochenende schon überleben. Wie weit ist es denn noch? Ich weiß, ihr habt das Gefühl, als wärt ihr eben gerade erst eingestiegen. Doch wir fahren schon seit 4 Stunden. Und wir sind in 5 Minuten am Ziel. Komisch. Haben wir 4 Stunden lang geschwiegen? Wir haben doch gesprochen über dieses und jenes. Dieses und jenes? Ja, weil dieses ist so wie es ist, ist jenes so wie es jenen einmal war. In diesem jenen, welchen des dieses in welchen jenen vereint. Kann mir einmal das mal übersetzen? Oh Mann. Jenes, das diesem gleicht, hat jenen als Gleichheit im Gefolge, der jenes versteht, da dieser dieses tut. Ah, jetzt verstehe ich. Jener, der dieses tut, hat jenes, das dieses unterstützt, um jenes zu diesem zu machen. Glasklar. Ja, es ist recht komplex, wenn man versteht, dass jenes den diesen gleicht und man das Gleiche mit jenen diesen verbindet. Unfassbar! Jetzt begreife ich erst die Zusammenhänge. Da können schon mal 4 Stunden ins Land gehen. Da ist der Parkplatz. Ich park mal ein. Ist hier nicht ein guter Platz zum Campen? Ich finde auch, dass das hier der beste Platz ist bisher.
Diese Waldluft. Mal was anderes als die verdreckte Luft in der Stadt. Josh? Ja? Da krabbelt eine Spinne auf dir rum. Ah, mach sie weg! Mach sie weg! Halt still! Ist doch nur eine Spinne. Dafür krabbelt auf dir ein Käfer rum. Was? Ah, mach ihn weg! Ihr seid mir schon so echte Kerle. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Käfer. Ich hasse Hunger. Na dann, bauen wir das Zelt auf und machen uns eine Suppe warm. Eine Suppe? Ich dachte, wir jagen uns ein Wildschwein oder so. Wildschwein! Was war denn das? Keine Ahnung. War ja auch nur ein Witz. Ich hab Brot mit zum Tunken. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Dann ran ans Werk. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, row, merrily, row, row merrily, your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is row, but a row, dream. Row your boat merrily, gently merrily, down the merrily, stream. Merrily, merrily, merry, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently merrily, down the stream. Life is but a dream. Merrily, 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 row, row, life is row, but a row, dream. Gently down merrily, the merrily, 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 life is but life is but a dream. Merrily, 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 life is but a dream. Was macht das Süppchen? Ist gleich soweit. Diese Ruhe. Diese Spinnen. Was? Wo? Die krabbeln hier doch überall herum. Du siehst sie irgendwann nicht mehr. Man gewöhnt sich an alles. Daran gewöhne ich mich nie. Diese langen Beine, die fetten, ekligen Körper und dieses gemeine Kreuz auf dem Rücken. Sind doch nicht giftiger als Bienen. Tut trotzdem weh, wenn die einen beißt. Suppe ist fertig. Ah, wird auch Zeit. Guten Hunger. Ich kann nicht schlafen. Peter, kannst du schlafen? Nope. Also, mein Zelt ist schon recht beengend. Du wirst es nicht glauben, aber das haben Einmannzelte so an sich. Josh, bist du wach? Josh. Josh schnarcht doch eigentlich wie ein Held. Warte mal. Ich schau mal nach. Josh? Und? Er ist weg. Was? Josh! Wo bist du, Josh? Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Josh! Was ist denn? Alter! Erschreck uns doch nicht so. Ich folgte nur dem Ruf der Natur. Was war das? Was meinst du? Ich dachte, ich hätte was gehört. Da ist nichts. Das erinnert mich an den Filmen heutzutage. Na, was kommt jetzt? Kennt ihr das? Man sitzt abends vor der Glotze, schaut einen Horrorstreifen und man hat das Gefühl, dass die Dialoge immer leiser und leiser werden, bis man die Protagonisten gar nicht mehr hören kann. Man ist so gebannt von dem Film, dass man langsam wegdämmert. Und dann... Und plötzlich ist man wieder völlig wach und man versteht nichts mehr. Was hast du gesagt? Was? Ich glaube, er versteht uns nicht. Was? Hört ihr mich? Was? Die Mucke ist zu laut. Was? Kein Plan, die Musik ist zu laut. Hä? Ja, ich weiß, was du meinst. Jupp, die Tonabstimmungen sind immer prima. Nur ein Heimkino schafft es da noch, die einzelnen Tonspuren aufzusplitten. Jeder Normalsterbliche, der keine Anlage hat, schaut dumm aus die Wäsche. Was war das? Ist da irgendwas? Da bewegt sich doch was. Da hat sich doch was bewegt. Was zum... Was ist das? Ich bin der verrückte Eremit und Einsiedler, der euch jetzt ans Leder will. Schaut euch den mal an. Guck mal, der hat gar keine Hose an. Das sieht man ja alles. Hey! Ich bin doch das Monster hier! Alles sehen? Wer kennt es doch nicht, viel zu sehen? Auch die Kurzen kommen mal zum Zug. Ihr werdet mich kennenlernen! Lauf! Lauf! Ich werde euch die Haut abziehen!
eure Gedärme rausreißen und eure Knochen als Zahnstocher benutzen! Los, los, los! Hör auf! Jetzt passt die laute Musik wieder. Euren Darm benutze ich als Stohler! Der ist doch völlig irre! Das war ja wieder mal typisch! Hier irgendwo im Wald hängt ein irres Monster rum! Und hat nur auf Leute wie uns gewartet. Da! Ins Unterholz! Bleib unten! Scheiße! Das war knapp! Uhu, wo seid ihr? Das war verdammt knapp. Wer bist du denn? Na, ich bin's, Lydia. Hast du mich schon vergessen? Wieso? Hier, dein Skript. Was ist damit? Stehe ich da irgendwo drin? Nein, aber... Das ist ja mal wieder typisch. Schreibst nach deiner monatelangen Schreibblockade eine Story und lädst mich nicht mal dazu ein. Obwohl du schon lange wieder schreibst und es das ein oder andere Ereignis gab, was nicht toll, super und eher absolut total mega ätzend war. Nun, also... Das sehe ich aber jetzt genauso. Du solltest dich was schämen. Hey, Grufti! Oder Reborn Grufti? Reborn Creepypa? Brauchst dich ja nicht rausreden. Wir sind jetzt auch in deiner Story. Und bleiben auch hier. Habt ihr hier im Gebüsch gewartet? Mitten im Wald? Hast uns ja keine andere Wahl gelassen. Dachte schon. Ihr kommt hier gar nicht mehr vorbei. Leute, also echt. Ich hab hier doch eine Rolle zu erfüllen. Hey, Luca. Na, Luca. Siehst gut aus. In diesem Monsterkostüm. Danke. Aber noch mehr würde ich mir in der Rolle von Grizel gefallen. Weißt schon, Bib. Nosferatu und Vampire und so. Aber das passt doch hier gar nicht mehr in die Story. Was sollte das auch für eine Story sein? Keine Ahnung. Hab hier alles so vorbereitet. Hab extra halbleere Taschenlampen mitgebracht, die kaum Licht machen. Halb leer? Na, du weißt doch, in den guten Filmen haben die Lampen eine Strahlkraft von kleinen LED-Schlüsselanhänger leuchten. Jede Kerze ist heller. Ah, ein Klischee also. Ein absolutes Klischee. Du hattest echt wieder eine Schreibblockade? Boah, kommt schon mal vor. Ne? Viel zu tun und so und... Außerdem schreibe ich doch schon wieder, weil dieses Skript ist doch schon wieder Monate alt. Naja, das ist rückwirkend auf die vergangenheitsdunkle Bibliothek und so, ihr wisst, ne? Ja. Doch, jetzt ist wieder gut? Momentan geht's wieder. Kann nur nichts versprechen. Diese Blockade habe ich erst einmal erfolgreich durchbrochen. Wo waren wir hier in dem Bereich der Story eigentlich gerade? Ich glaube bei... Lauf! Gleich habe ich euch! Ihr werdet mir schmecken! Ich hoffe, ihr hattet genug Bier! Eure Leber wird mich trunken machen! Wo geht's lang? Keine Ahnung, dieser Ehre lässt nicht locker! Ich sehe da hinten ein Haus. Da könnten wir in Sicherheit sein. Nicht lang schwatzen, lauft! Kommt schon! Es ist nicht mehr weit! Ihr liebt was! Lass mal sehen. Eins, zwei, das Monster kommt vorbei. Hier liegen verschiedene Sachen rum. Sieht aus wie ein Wimmelbild. Drei, vier, ich klopf an eurer Tür. Jo, mal schauen. Pistole, Pumpen, Raketenwerfer. Ach, hier, ich hab was. Was ist das? Ein Streichholz. Fünf, sechs. Ich bin keine alte Hex. Ein Streichholz? Ja. In Wimmelbildern ist das immer das A und das O. Echt jetzt? Hier liegt ein Sammelsurium an Tötungs- und Vernichtungswaffen rum. Sogar eine Cruise Missile. Und du wählst ein Streichholz. Und sonst so? Alles gut bei dir? Der Gute wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Sieben, acht. Ich liebe die Zahl acht. Oder auch die 12. Die ist super. Also, in Wimmel-Dings da benutzt man doch Waffen nur, um etwas von einem Balken runterzuschießen oder so. Also, Streichholz. Na, ob das gut geht? 19. Ihr landet jetzt in meinen Kochtopf. Hab ich euch! Wir haben zu lange gewartet! Ich schmecke überhaupt nicht gut. Glaub mir! Ich bin doch nicht wählerisch! Bib, Dylan... Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hier, mein Streichholz!
Das glitzert so schön. Boah! Ja, die Macht des Streichholzes. Und hier die Macht des Benzins. Es brennt! Ich wollte euch doch nur essen! Ich bekomme hier doch nur Spinnen, Käfer und leckere Beeren! Das ist so gemein! Jetzt bekomme ich doch glatt ein schlechtes Gewissen. Tut einem schon irgendwie leid. Ach, Leute. Au, au. Jammer, jammer. Oh ja, wie das brennt. Ist das jetzt mein Ende? Komme ich als Grisel wieder? Ja, du kommst irgendwann als Grisel wieder. Vergiss mich bloß nicht. Und Tio könnte auch mal weitergehen. Oh ja, ich mache schon, was ich kann. Muss ich ja eigentlich noch lange brennen? Au, tut das nicht weh? Ist doch nur eine Story. Es kribbelt nur ein bisschen. Kann das sein, dass ich die Story ein bisschen durcheinander gebracht habe? Ein bisschen vielleicht. Aber kann ja auch mal sowas geben. Das ist so schön warm. Ich bin für euch Feuer und Flamme. Was ist? Fehlt noch irgendein Showdown, oder? Der krönende Abschluss. Hast du noch was im Petto? Schüttel doch noch etwas aus deinem Gedankenpalast, Dunkle. Mal überlegen. Ja. Luca? Und ich brenne immer noch. Jetzt! Feuer kann mir gar nichts anhaben! Ich bin zu sehr ein Eremit, als dass ich Feuer auf der Haut spüren kann. Kommt her! Ich werde euch einzeln und mit Genuss verspeisen! Lauft! Soll ich den Raketenwerfer mitnehmen? Das ist eine amerikanische Spielzeugimitation. Das Haus kommt näher! Macht schon! Wir schaffen das! Gleich da! Wir haben es gleich geschafft! Ich öffne die Tür! Und jetzt rein mit euch! Immer hereinspaziert. Hey Chris! Du auch hier? Ich hab auf euch gewartet. Hab ich das ins Skript geschrieben? Na, aber sicher doch. Ich habe hier doch den absoluten Spezialauftritt. Das Haus sieht von innen viel größer aus als von außen. Das ist ja auch ein Ort von sagenhafter Magie und allen Möglichkeiten. Wo sind wir denn hier gelandet? Das würde ich auch gerne wissen. Haben wir dich nicht ausgesperrt? Ist schon okay, das wäre ja auch schließlich gemein, ihn draußen zu lassen. Ihr seht so abgerackert aus. Wollt ihr vielleicht ein Eis? Ja! Dann willkommen in der Lustschleuse. Hier gibt es alles, was es nicht gibt. Habt ihr vielleicht Lust auf ein Zitrone-Chili-Glibber-Gelee-Eis mit Kirsch-Zwiebelgeschmack? Hier. Lecker! Ihr wollt ein bodenloses Loch, in dem ihr euer Erspartes wegwerfen könnt? Hier, bitteschön. Rein da mit meinem Reichtum! Na, mein Kleiner, willst du ernst genommen werden? Ja, niemand nimmt mich ernst. In der Lustschleuse ist alles möglich. Hier, du hast jetzt Ernst. Und hier, nimm das. Boah, Chips mit Fußpilzgeschmack. Herr Chris, niemand beachtet mich. Der Nächste, bitte. Was? Nur ein Scherz. Komm mit, ich bringe dich in unsere Beachtungszentrale. Wahnsinn. Hier gibt es alles, was es nicht gibt. Ihr seid alle willkommen in der Lustschleuse. Zu Risiken und Nebenwirkungen vergessen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin und Apotheker und springen Sie gleich ins bodenlose Loch. Ich glaube, wir haben die Leute genug durcheinander gebracht. Jo, ein heilloses Tuwabu. Aber lustig. Und denke daran, Nosferatu! Darf ich da auch mitmachen? Da wird sich bestimmt was machen lassen. Ich hoffe doch, dass du mich nicht vergisst. Keine Sorge, da wird bestimmt genug anfallen. Na los, ich lade euch auf ein Erdbeer-Sahne-Wasabi-Minzeis ein.
Also, ich werde jetzt wieder Kerl. Na los, ich lade euch nochmal. Fehlt nur noch irgendein Showdown, oder? Der krönende Abschluss. Nein, so mal, kann man scheiße nochmal. Hast du was anderes von Free-to-Play erwartet? Das kann doch jetzt zum Verfick! Das war gerade so beabsichtigt. Den kannst du natürlich auch nehmen, den Take. Scheiße. Oh Gott, wenn das Pale hören würde, die würde wahrscheinlich auch denken, juhu. Na dann, bauen wir das Set aus. Ja, weil dieses ist so, wie es ist. Jenes so ist, wie jenes einmal war. In diesem jenen, welches des Ich hasse dich. Nur ein Heimkimo. Heimkimo. Ein Heimkimo noch. Ich folgte nur dem Ruf der Natur. Moment, so. Kurz hochscrollen. So. Das ist mal wieder typisch. Fehlt nur. Ah, das wird super. Ich werde mir die Kehle aus dem Leib schreiben, wahrscheinlich, wenn ich dir nachgehe. Gut, vorher noch was trinken. Ach, Leute. Au, au. Oh, da bin ich kurz verschluckt. Nochmal für 9. Ihr wollt ein bodenloses Loch, in das ihr euer Erspartes wegfährt, in dem... Nochmal. Jupp, der Jupp, die Tonabstimmungen sind immer prima. Macht schon! Wir schaffen das! Scheiße, hör mir an, wie... Angela Merkel wollte ich eigentlich nie synchronisieren. Sperren Sie sämtliche Zufahrtsstraßen ab. Doktor, den habe ich irgendwie nicht mehr mitgekriegt. Nochmal. Wehe, du vergisst mich. Und wenn hier nicht bald weitergeht, trete ich dir sowas von in den... Guck mal, der hat gar keine Hose an. Ist doch nur eine Story. Kribbelt ein bisschen. Nur ein Scherz. Komm mit, ich bringe dich in unsere Beachtungszentrale. Beachtungszentrale ist auch ein Scheißwort. Und denke daran, Nosfera... Erdbeersahne, Wasabi, Minzeis. Ja, okay, also falls wir uns irgendwann mal treffen sollten, schuldest du mir genau das. Bis dann.